Herzlich willkommen zu Final Fantasy X. Ja, endlich ist es soweit. Ich wage mich an einen Final Fantasy Teil ran. Warum es dieser ist und kein anderer, dafür gibt es viele Gründe. Es gibt auch vieles zu sagen zu diesem Let's Play. Das wird eine ganz besondere Form haben, weil ich einiges an diesem Spiel quasi einstellen muss, damit es für mich überhaupt Let's Play tauglich ist. Gerade in Bezug auf das Leveln, auf die Zufallskämpfe, auf einige andere Geschichten. Und damit es für euch nicht zu langweilig wird. Und es ist ein wunderschöner Final Fantasy Teil, der sich aber dennoch ein bisschen von diesen alten Final Fantasy Teilen, wie man sie kennt, von 7, 8, 9, 10 oder auch die noch älteren, schon abhebt. Er ist linearer, er ist ja ein bisschen anders aufgebaut vom Ablauf her, was das Herumreisen angeht. Trotzdem halte ich ihn für ein Let's Play mit am besten geeignet. Und für mit am besten geeignet, muss es heißen. Ja, und für diejenigen, die sich jetzt wundern, warum da am Anfang gerade keine Credit-Cutscene kam, keine Sorge, da habt ihr überhaupt nichts verpasst, denn diese Cutscene wird sich gleich nochmal im Intro wiederholen. Und es gibt wahnsinnig viel zu sagen, aber das Schöne ist, es gibt auch wahnsinnig viel Zeit, um alles zu sagen, denn es wird ein sehr, sehr langes Let's Play, es wird mit Sicherheit das längste bisher. Und ich bin selber ein bisschen nervös, weil ich noch nicht weiß, wie gut ich es hinbekomme. Wir spielen das Ganze in der HD Remaster Version. Das hat eben einige Vorteile, dass ich da bestimmte Einstellungen vornehmen kann, die ich sonst nicht vornehmen könnte. Und aber keine Sorge, wir werden, das ist mir ganz wichtig, nicht bescheißen bei diesem Spiel. Und also ich werde mir jetzt nichts zurecht cheaten oder sonst irgendwas. Und HD Remaster heißt in dem Fall einfach nur, ja, wir haben bestimmte Möglichkeiten, wir haben auch eine eventuell etwas bessere Grafik und wir können auswählen zwischen der klassischen Musik und der, also der Originalmusik und der neuen Remaster-Musik. Ich habe mich jetzt dafür entschieden, dass wir da die Originalmusik vorerst beibehalten. Ich kann aber auch im Spiel umschalten. Wenn sich das mal anbietet, werde ich das vielleicht auch tun. Jetzt starten wir erstmal ein neues Spiel und alles, was es dazu zu sagen gibt, das werde ich euch dann während des Let's Plays immer mal wieder so einfließen lassen. Auch gerade was eben diese Besonderheiten angeht, die ich gerade angesprochen habe. Jetzt legen wir erstmal hier los. Und für alle, die sich jetzt fragen, was für ein Sphärobrett, bitteschön, das ist das Levelsystem in diesem Final Fantasy Teil. Und ich habe mir das schon überlegt und wir werden das Standard-Sphärobrett nehmen. So. Ja, das weiß ich, dass man das nicht beändern kann. Das ist auch völlig in Ordnung für mich. Und hier kann ich mich jetzt eben entscheiden. Wir hören schon ein bisschen im Hintergrund. Remaster. Original. Für die meisten klingt jetzt wahrscheinlich Remaster erstmal angenehmer. Ich möchte trotzdem mit der Originalmusik spielen. Wie gesagt, wenn ich merke, das haut gar nicht hin, kann man das immer noch ändern. Und dann wünsche ich euch jetzt viel Spaß. Thank you.
Listen to my story. This may be our last chance. Ja, da melde ich mich jetzt auch mit einem Husten, das ich die ganze Zeit unterdrückt habe, zurück. Das war es eigentlich schon in Sachen Intro-Cutscene. Da bietet uns dieses Spiel nicht besonders viel. Wir haben keine Ahnung, worum es geht. Wir haben einen blonden jungen Mann gesehen und eine Gruppe, die irgendwo an einer Klippe kampiert. Was das Ganze zu bedeuten hat, das werden wir erst viel, viel später erfahren. Und dieser junge Mann, den dürfen wir jetzt gleich steuern. Ich darf schon mal vorweg sagen, sein Name ist Tidus geschrieben. Er ist 17 Jahre alt und lebt in der wunderschönen Stadt Xanarkand, die wir hier so ein bisschen im Hintergrund sehen. Und ja, wir sehen, dass da einige junge Leute schon auf ihn warten, denn Tidus ist ein Blitzball-Spieler. Und sehr beliebt, so eine Art kleiner Star bei sich in Xanarkand. Und das hier sind wohl lauter Autogrammjäger. Die können wir gleich mal ansprechen. Can you sign us? No problem. Ja, das Typische in Final Fantasy, wir dürfen unserem Charakter einen neuen Namen geben. Das mache ich nicht. Ich werde bei allen Charakteren bei ihrem eigentlichen Namen bleiben. Ich hoffe, das ist in Ordnung für euch. Und ihr seht schon, das ist der erste Final Fantasy Teil, in dem wir auch eine Audioausgabe haben. Zwar auf Englisch, aber mit deutschem Untertitel. Das war übrigens einer der Gründe, warum ich mich für diesen Teil entschieden habe. Da muss ich nicht ganz so viel vorlesen. Es gibt allerdings noch genügend Dialoge, die wir dann nur in Textform bekommen. Sind ziemlich nervig, hier diese Stimmen von den Fans, aber Gott sei Dank. If I score a goal, I'll do this. That will mean it was for you, okay? Oh Gott, wie schrecklich. Eastwalk in the front row. Fifth from the right. Got it. Ja, Gott sei Dank müssen wir nicht mehr lange mit denen uns abgeben. Go. Cheer for me. Two, three. He just had a blitz. Hey, I got a game to play. Then teach us after. Maybe tonight, well... You can't tonight. I mean, tomorrow. Promise? Promise. I was in a coffee shop running away from home when I heard the news. Our hero, checked, gone, vanished into thin air. My dad must have been his biggest fan. I knew how sad he'd be. Heck, we all were that day. Xanar, I says to myself, what are you thinking? I went running straight back home. We sat up talking about checked all night. My dad and I never talked so much. Whoa, didn't mean to reminisce, folks. Anyway, 10 years later, the Jack Memorial Cup tournament is today. The two teams that have won through to the finals are, of course, the Abes from A East and the Duggles from C South.
I know there's a lot of people out there today to see the star of the Aves. In just 1 year, he's become the team's number one player. He's Jex Blood and the new hope of Blitzball. Ich fall diesem Kommentator jetzt mal kurz ins Wort. Denn er erzählt hier eine Geschichte, die gar nicht so unwichtig ist. Er spricht von einem großen Helden Jack, einem großen Blitzballspieler. Ja, da ist er jetzt auch schon fertig. Und wir sind Jacks Sohn. Genau, hier wird es gerade nochmal gesagt, bist auch Jacks Sohn. Und wir haben auch gerade ein großes Bild von Jack an der einen Hauswand gesehen. Und dürfen uns jetzt zum Blitzballstadion begeben. Am Anfang haben wir da noch viele Cutscenes, die ineinander übergehen. Das wird dann aber bald ein bisschen nachlassen. Und dann kann ich auch wieder anständig erklären, worum es geht. Entschuldigung, und ich habe ein bisschen Raucherhusten. Ich bin ja gerade erst aufgestanden. So, wir kämpfen uns jetzt hier durch die Menge. Wo bin ich denn überhaupt? Ach, da unten, ganz unten, da. Die lassen uns hier kaum durch. Wir sind also heiß begehrt. Blitzball ist übrigens ein Spiel, das unter Wasser gespielt wird. Das erklärt jetzt hier auch ein bisschen die Location, in der wir uns befinden. Ja, da wurde das Stadion während des Spiels von einer großen Flutwelle getroffen und alle Zuschauer rennen in Panik davon. Und jetzt können wir zum ersten Mal hier ein bisschen uns wirklich frei bewegen, ohne dass es gleich von einer Cutscene in die nächste geht. Wobei, es kommt jetzt noch eine kleine Art Tutorial, das wird für uns noch ganz wichtig sein. Wir sehen hier oben links eine Karte, wir sind der gelbe Pfeil und rot zeigt immer, wo es hingeht. Deshalb begeben wir uns da jetzt einfach mal hin. Und hier steht ein sehr mysteriöser Herr, den wir gerade eben auch schon gesehen haben, der damit wohl auch irgendwas zu tun hat. What are you doing here? I was waiting for you. What are you talking about?
Ja, Oren hat auf uns gewartet. Titus kennt Oren anscheinend. Ich versuche hier nur gerade noch ein bisschen was abzustauben, aber da gibt es im Moment nichts. Keine Gegenstände, die versteckt sind. In dieser ersten Folge werden wir uns vorrangig damit beschäftigen, die Geschichte in Gang zu kriegen und das Tutorial zu bewältigen. Deshalb halte ich mich jetzt hier auch allgemein mit den Kommentaren etwas zurück, sobald da gesprochen wird. It begins. What? Don't cry. So, und jetzt geht es zum ersten Mal in unseren Zufallskampf, in unseren ersten. Also eigentlich ist er nicht zufällig, der ist geskriptet. Und das ist etwas, das könnt ihr euch jetzt gerne nochmal mit Genuss reinziehen. Das werden wir in diesem Let's Play nicht allzu häufig sehen, diese Zufallskämpfe. Ich kann hier auswählen zwischen Angriff, Spezialfähigkeiten, der Benutzung von Items, was momentan noch keinen Sinn macht. Ich werde das auch nochmal ganz genau erklären, wenn sich die Zeit ergibt. Jetzt wollen wir ja erstmal diesen Anfangsbereich einigermaßen hinter uns bringen. Es ist für mich auch schwierig, das zu Let's Playen im Augenblick, das muss ich ganz klar sagen. Das wird etwas besser, wenn wir diesen Anfang eben hinter uns bekommen haben. Also wir sind mit Oren dabei, hier uns durch Xanarkand zu kämpfen. Eine Art Monster namens Syn greift anscheinend die Stadt an. Oren weiß da offensichtlich etwas mehr darüber und wir dürfen jetzt gegen Syns Schuppen kämpfen, die sich uns hier in den Weg stellen, oder Schuppenreste vielmehr. Und das dient einfach nur dazu, dem Spieler zu erklären, wie das Kampfsystem funktioniert. Ich habe Final Fantasy X zweimal durchgespielt und einige Male noch angespielt. Das heißt, mit dem Kampfsystem kenne ich mich aus. Behaupte ich jedenfalls. Es ist allerdings, glaube ich, 10 Jahre her, dass ich es gespielt habe. Wenn es reicht. Also die Remaster-Version, die kenne ich so noch gar nicht. Ich gehe aber davon aus, dass sie sich vom Gameplay her nicht von der Originalversion unterscheidet. Es ist durchaus okay, wenn ihr das Spiel noch nicht kennt, jetzt überhaupt nicht wisst, was hier eigentlich abgeht und vielleicht auch so ein bisschen diesen Fantasy-Charakter vermisst. Genau, hier wird gerade erklärt, was die Ekstase ist. Wenn die Ekstase-Leiste, die sich unter der HP-MP-Anzeige befindet, voll aufgeladen ist, kann die individuelle Kampftechnik Ekstase jederzeit eingesetzt werden. Das kennen wir auch schon aus anderen Final-Fantasy-Teilen in Form von Limit-Attacken.
links im Kampfmenü drücken. Ja, alles klar, das wäre so. Tradition heißt unsere Ekstase-Technik. Muss ich erstmal gucken, was wir hier tun müssen. Oh Gott. Ah, scheiße. Ja, habe ich schon gleich wieder total versagt. Normalerweise kriege ich das hin, aber ich muss jetzt da auch wieder erstmal reinkommen. Ja, wie gesagt, wenn ihr jetzt der Meinung seid, dass ihr da ein bisschen diesen typischen Fantasy-Charakter vermisst und dass euch das ein bisschen zu abgefahren ist, keine Sorge. Es wird ein von der Handlung her, von der Umgebung her, tatsächlich sehr an die klassischen Final Fantasy-Teile rankommen. Nur im Moment sind wir hier eben noch im Intro-Bereich und da ist das alles ein bisschen durcheinander. Jetzt habe ich schon wieder gepennt, weil ich die falsche Taste benutzt habe. Ist aber auch nicht weiter schlimm. Ich komme da noch ganz schnell rein, keine Sorge. Wie gesagt, seit 10 Jahren nicht gespielt. Ich bin es gewohnt gewesen, die obere rechte Schultertaste dafür zu benutzen. Das war leider falsch. Wir sehen jetzt schon, dass unsere HP-Werte ziemlich im Keller sind. Die Zahlen sind schon gelb. Ich lasse es jetzt trotzdem mal drauf ankommen. Und hoffe, dass ich jetzt nicht sofort sterben werde. Sins Schuppenrest oder Schuppe benutzt übrigens den Zauber Gravitas, wie wir gerade gesehen haben. Gravitas hat die Eigenschaft, dass es uns immer nur prozentual Schaden abzieht. Das heißt, nie komplett vernichtet, sondern immer nur ja, 75% oder 80% oder vielleicht auch nur 25% oder 50% unserer HP an Schaden verursacht. Das heißt, ich brauche mir jetzt eigentlich keine Sorgen machen. Normalerweise kann ich nicht sterben. Sollte ich mich irren, ist es ziemlich peinlich, wenn ich gleich bei meinem ersten Kampf sterbe. Der MP-Wert ist natürlich für die Magie, die wir aber aktuell noch nicht benutzen. Ich bin überhaupt jemand, der relativ wenig auf Magie zurückgreift. Vielleicht versuche ich das mal taktisch jetzt mal ein bisschen zu ändern. Wir haben viele Möglichkeiten, hier viel auszuprobieren in diesem Let's Play. So. Und jetzt sehen wir schon etwas, was unser Problem, was die HP angeht, gleich wieder etwas regenerieren wird, nämlich eine blaue Kugel, das ist ein sogenannter Speichersphäroid. Genau, ein Level 1 Speichersphäroid für Reisende. Sie können die Reise in Spheroiden wie diesem speichern, dabei werden die HP und MP ihrer Gruppe automatisch komplett aufgefrischt. Und genau das machen wir jetzt, wir speichern das Ganze. Ihr seht, ich habe hier einmal ganz kurz reingespielt, um zu gucken, ob es mit der Aufnahme klappt. Das überschreiben wir jetzt sofort. Schnellstraße von Xenarkand. Und jetzt aber nichts wie Oren hinterher. Hier wird übrigens auch automatisch gespeichert, wie ihr gerade an dem kleinen Chocobo gesehen habt. Oren, let's get out of here. We're expected. Huh? Give me a break, man. Er verhält sich schon sehr mysteriös. Also Oren. Wenn wir hier in Lebensgefahr sind, ist er vergleichsweise relaxed und er ist ein sehr guter Kämpfer. Ganz abgesehen davon ist er mein Lieblingscharakter, aber das spielt jetzt erstmal keine Rolle. So, wir bekämpfen wieder ein paar Schuppenreste und ja, diese Art von Kämpfen, die werde ich dann im Let's Play eben abschalten. Das ist eine der Möglichkeiten, die mir die Remaster-Version hier bietet. Und einer der, wenn nicht sogar mit der Hauptgrund, warum ich diesen Teil spiele. Es gibt auch ein paar andere Teile, bei denen man das abschalten kann. Allerdings bietet dieser Teil noch weitere Vorteile. Zum Beispiel, dass er nicht ganz so umfangreich ist, dass er etwas linearer ist, was für ein Let's Play einfach besser geeignet ist. Dass er eine Audioausgabe hat. Und dieses Gesamtpaket hat eigentlich dazu geführt, dass ich mich für Final Fantasy X entschieden habe. Und jetzt sehen wir schon... Gegen die Monster alleine kommen wir nicht an. Oren hat aber eine andere Idee. Deshalb greifen wir jetzt die Dampfwalze da drüben an. Ja, normalerweise ist es so, dass Final Fantasy dadurch sich auszeichnet, dass es eigentlich an allen Ecken und Enden solche Kämpfe gibt. Immer nach ein paar Meter Laufen kommt es zu einem Zufallskampf. Und das ist natürlich für ein Let's Play sehr anstrengend. Und deshalb werden wir dann in naher Zukunft... Ein kleines bisschen dauert es noch, die Zufallskämpfe eben abschalten.
damit wir uns dann voll und ganz auf die Handlung konzentrieren können. Natürlich braucht man die Kämpfe, um seinen Charakter schön hoch zu leveln, um stärker zu werden. Das werde ich dann offscreen machen, indem ich dann mich mal einen Tag hinsetze und einfach nur vor mich hin level und ein paar Zufallskämpfe bestreiten werde. Dazu dann aber später mehr, wenn es dann soweit ist. Im Moment brauchen wir das noch nicht. Ja, dann lauf mal. Da wird Zanarkand ganz schön in Schutt und Asche gelegt gerade. This is it. This is your story. It all begins here. Hey. Hey! My old man? Ja, also was hier wirklich abgeht, das verstehen wir jetzt natürlich noch überhaupt nicht. Anscheinend spricht Jack, also Tidus Vater, zu ihm. Oren erzählt etwas von unserer Geschichte. Und die ganze Welt versinkt hier gerade im Chaos. I thought about a lot of things. Like where I was, what I got myself into. I started to feel lightheaded and then sleepy. I think I had a dream. A dream of being alone. I wanted someone, anyone beside me. So I didn't have to feel alone anymore. Anybody there? Auron! Hey! Ja, da stecken wir ganz schön in der Scheiße jetzt. Was ist passiert? Ja, das kann man jetzt gar nicht so einfach zusammenfassen. Zanarkand wurde also von diesem Monster von Syn angegriffen. Irgendwie hat sich das aber nicht damit begnügt, dass einfach nur alles in Schutt und Asche liegt, wie wir das eben gesehen haben. Sondern anscheinend hat sich da noch irgendeine Art, keine Ahnung, Dimensionsportal oder irgend sowas aufgetan. Die sind auf jeden Fall weggeschleudert worden und das hier ist definitiv nicht mehr Zanarkand. Jetzt beginnt das eigentliche Spiel. Das vorher war eigentlich alles nur Intro, Tutorial und ein bisschen Verwirrung stiften. Wir dürfen jetzt Tidus steuern in dieser sehr unwirtlichen, einsamen Umgebung. Und wir haben auch unsere Karte. Wir sehen ein bisschen geradeaus. Man hat da auch schon das Gebäude gesehen. Und wir können sogar tauchen. Klar, wir sind ja Blitzballspieler. Und jetzt geht es natürlich darum, das Gelände hier ein bisschen zu erkunden. Ich würde jetzt eigentlich sehr gerne einen Speichersphäroiden finden. Und
dann tatsächlich schon die erste Folge beenden. Was haben wir denn hier Schönes? Schriftzeichen. Das lese ich jetzt mal nicht vor. Makalania ist etwas, was man da wohl entziffern kann. Den Rest noch nicht. Ja. Nein, das kann er auch nicht lesen. Das ist nämlich eine fremde Sprache, die sich uns aber, das kann ich ja schon mal vorwegnehmen, nach und nach entschlüsseln wird. Ja, ich kann eigentlich auch, ja, ich glaube jetzt nicht, dass das schlimm ist. Ich kann ja schon mal vorwegnehmen, dass das Albed-Schriftzeichen sind. Hier gibt es auch noch einiges zum Einsammeln, das weiß ich noch. Aber das würde ich eigentlich tatsächlich gerne erst in der nächsten Folge machen. Ja. Ich kann durchaus verstehen, wenn für viele das Ganze jetzt hier sehr verwirrend war und man überhaupt nicht weiß, ja, was das hier jetzt gerade soll. Gerade wenn man vielleicht Final Fantasy noch nicht kennt. Das soll man gar nicht glauben, aber es gibt wirklich Leute, die können mit Final Fantasy nicht viel anfangen. Das ist natürlich immer Geschmackssache, es ist ein sehr eigenes Spielprinzip, gerade mit den Zufallskämpfen, mit dem Level-System und so weiter. Was wir jetzt kurz machen können, das zeige ich euch noch. Nein, nicht auf Pause. Wir können ins Inventar gehen, beziehungsweise in unser Menü. Wir haben hier Gegenstände, die wir benutzen können. Das heißt, wir haben 10 Heiltränke und 3 Phönixfedern im Augenblick. Dann können wir uns hier die Abilities anschauen. Da haben wir noch nicht allzu viel. Ekstase, das ist ein ganz eigenes Thema. Da werde ich dann auch nochmal drauf zu sprechen kommen. Unseren Status können wir uns anschauen. Das sind ja, dann eben diverse Parameter wie Angriffskraft, Magie, Reflex und so weiter. Typisches Rollenspielsystem eben. Bei den Optionen können wir auch noch ein paar Einstellungen vornehmen. Die Untertitel lasse ich natürlich an, denn ich erwarte jetzt nicht, dass jeder so gut Englisch kann, dass er das alles so mitverfolgen kann. Die Namen lasse ich auch an. Den Cursor werde ich wahrscheinlich irgendwann auf Merken setzen, nur im Moment noch nicht. Genauso wie die Bestia-Animationen, die ich dann auf Kurz setzen werde. Im Augenblick lasse ich das aber alles so. Die Karte unbedingt eingeschaltet lassen, sonst habe ich gar keine Chance, mich zu orientieren. Ich bin mir trotzdem sicher, dass hier eigentlich irgendwo ein Speichersphäroid sein müsste. Jetzt bin ich ja sogar einigermaßen vorbereitet. Und habe, das brauche ich, es tut mir leid, bei Final Fantasy, mir sogar ein Lösungsbuch bereitgelegt. Ich habe, glaube ich, noch kein Final Fantasy Teil komplett ohne Lösungsbuch oder Lösungsanleitung gespielt, weil man sonst zu viel übersieht. Was liegt denn hier? Albed für Anfänger. Die Sprache der Albed kann man erlernen, wenn man Albed Lexika findet. Ja, Gesundheit. Benutze zuvor gespeicherte Albed Lexika, um ein neues zu synthetisieren. Ich habe auf dieses Spiel auf Steam noch nicht gespielt, deshalb. Da habe ich schon mal die Meeresruinen abgespeichert gehabt und habe dann aufgehört. Ja, keine Albed-Lexikon-Datei gefunden. Das ist, wenn man das Spiel mehrmals durchspielt, dann kann man das eben synchronisieren. Und wenn man da schon viele dieser Lexika gefunden hat, dann versteht man diese absolut sonst unverständliche Sprache. Oh, ich sehe gerade, da war noch eine Truhe gestanden. Ich weiß jetzt auch, wo der Speichersphäroid ist. Ich habe mir das gerade kurz angeguckt. Der ist nicht allzu weit weg. Ich möchte hier noch kurz ein, zwei Gegenstände einsammeln. Zweimal Potion. Jetzt habe ich natürlich das Problem, man könnte jetzt unglaublich viel erklären, ja, was es mit den Tränken auf sich hat, mit den Statuswerten, mit den verschiedenen Items und so weiter. Wenn man ein Spiel, also ein Rollenspiel wie Final Fantasy noch nie gespielt hat, dann steht man da jetzt erstmal auf der Leitung und findet es viel zu kompliziert. Ist es aber eigentlich gar nicht. Ich gehe aber davon aus, dass grundsätzlich die meisten, die sich das hier anschauen, schon mal ein Rollenspiel gesehen haben oder gespielt haben. Ja, das war das von vorhin, genau. Und dass ich deshalb das jetzt nicht alles sofort am Anfang detailliert aufschlüsseln muss. Es ist natürlich für mich auch wesentlich schwieriger als sowas wie Tomb Raider. Jetzt nicht vom Gameplay her, sondern wirklich vom Erklären her. Ihr merkt auch schon, dass das hier sehr holprig bei mir gerade zugeht. Jetzt gehen wir hier mal weiter und hier müssten wir jetzt eigentlich gleich irgendwo abspeichern können.
dachte ich jedenfalls. Verdammt. Da. Da ist unser Speichersphäroid. Wir sehen übrigens unten immer diesen kleinen Chocobo eingeblendet, der da rennt. Das ist automatisches Speichern. Das gibt's nur bei dieser Remaster-Variante. Ist auch gar nicht so verkehrt, gerade wenn ich mal dann doch eine Folge beenden muss. So, jetzt legen wir hier einen Speicherstand an. Genau. So, am Steinsteg bei den Meeresruinen. Und wir wollen ja jetzt erstmal rauskriegen, was ist überhaupt passiert, wo sind wir, wie kommen wir zurück nach Xanarcan zu unseren Freunden und so weiter. Ich werde euch nicht spoilern, auch wenn ich das Spiel eigentlich ganz gut kenne. Nicht so gut wie Final Fantasy 7 oder 9 und auch nicht ganz gut wie Final Fantasy 8, aber relativ gut. Und in der nächsten Folge werden wir uns dann mit Tidus auf die Suche nach ja, einigen Antworten begeben. Und ich sag mal, die Antworten lassen noch ziemlich lange auf sich warten. Wir haben eine lange, lange Reise vor uns durch die Welt Spira, so heißt sie. Und ich freue mich sehr darauf und hoffe, ihr seid mit dabei und gebt mir eine Chance in diesem Let's Play. Gebt mir ein paar Folgen, um richtig reinzukommen. Dann weiß ich, wie ich es anstellen muss, damit ich das hoffentlich auch gut für euch rüberbringe. Und dann freue ich mich sehr drauf, auf diese Herausforderung Final Fantasy X auf meinem Kanal. Macht's gut und bis morgen. Tschüss.